machen jetzt die Quiche Lorraine von dieser Rezeptseite, die aber eigentlich gar keine Quiche Lorraine ist, weil die Franzosen sehr genau unterscheiden zwischen Quiche und Tarte. Und die Quiche ist dann immer diese berühmte Zwiebelspeckfüllung. Und alle Tarten haben gemeinsam, dass sie eben diesen Eierguss oben drauf haben. Milch mit Ei verquirlt und wenn man sich gut gehen lassen will, dann lieber noch Sahne mit Ei verquirlt, das ein bisschen gewürzt, kommt dann über die Quiche oder eben über die Tarte und dann ist das eine wunderschöne Sache. Und da sortieren die Franzosen eben relativ genau, mache ich das mit Zwiebeln und Speck, dann habe ich eine Quiche Lorraine, mache ich das mit irgendwelchen anderen Zutaten, mit Spinat, mit Mangold, so wie wir es jetzt hier machen, dann habe ich eigentlich schon eine Tarte. Das ist erstmal Weißkohl, aber es gibt zwei verschiedene Weißköhler. Es gibt einmal einen weichen Weißkohl und es gibt einmal einen harten Weißkohl. Wir nehmen den weichen Weißkohl, der ist meistens so flach, heißt manchmal auch Flachkohl. Und das ist toll, wenn man den für Salate nimmt oder für Gerichte, die nicht so ewig lange schmoren müssen. Dazu Knoblauch, ruhig mal so 3 Knoblauchzehen. Und das ist unsere Füllung, die quasi Zwiebeln und Speck ersetzt. Dann machen wir ein vegetarisches Gericht und haben trotzdem noch viel, viel mehr Raffinesse. So, ordentlich Hitze, Öl in die Pfanne. So eine Wokpfanne ist da super praktisch, da können wir gleich toll drin schwenken. Und gut ist immer, wenn man die Zutaten für so eine Quiche oder für so eine Tarte nicht einfach nur roh in die Tarte reinpackt, sondern ein bisschen anschwitzt. Das gibt viel mehr Geschmack und wir werden das vorher jetzt auch noch würzen. Viele haben ja Sorge, dass Hefeteig nicht gelingt. Aber hier, der ist gerade prächtig unterwegs. So, das gibt nämlich Aroma, wenn der Kohl auch so ein bisschen bräunt. Jetzt Aroma. Pimentespellet, geräuchertes Paprikapulver, scharf, aber richtig gut. So ein Kümmel ist bei Kohl immer super. Habe ich hier in so einer Gewürzmühle. Dann kann ich den Kümmel mahlen. Und da muss man keine Angst vor Kümmel haben. Das macht ein ganz, ganz tolles Aroma. Viele merken gar nicht, dass da Kümmel drin ist. Zucker. Ruhig ein bisschen mehr. Prise Salz. Wenn das angeschwitzt ist und auch das Paprikapulver ein bisschen geschwitzt hat, dann mal die ganze Sache ablöschen. Und jetzt richtig Aroma. Das ist ein 58%iger Gin. Der hat aber wirklich ein tolles Aroma mit Bergamotte. Wir brauchen hier ein bisschen Frische. Wir haben die Säure von dem Weißwein. Noch ein bisschen Frische dazu. Nicht verkehrt. So, und das ist schon das ganze Geheimnis, wie man Zwiebeln und Speck durch Knoblauch und Kohl ersetzen kann. Letzte Geheimzutat, nochmal so 2 Esslöffel Kapern. Wer das mag, gibt auch eine schöne Säure, tolle Frische. Kurz einen Moment auf der Hitze lassen, damit die Flüssigkeit weggeht, sonst haben wir einfach zu viel Flüssigkeit drin. Nächster Schritt. Und 2 Eier. Würzen mit Salz, bisschen Pfeffer. Die Sache ja mit Kohl und Säure durchaus so ein bisschen asiatisch inspiriert ist. Da kennt man ja diesen gesäuerten Kohl, Kimchi. Mache ich hier so ein bisschen 5 Gewürzepulver rein. So, klassisch ja sonst immer Muskat. Kann man auch machen. Verquirlen. Eiersahne fertig. Ich schneide mir ein Backpapier passend. Nehme ich einfach ein Tortenblech. So. Einfach immer schön in der Ecke schieben. Jetzt kommt der Hefeteig. Ist schon wieder weiter aufgegangen. So, dann klebt das auch nicht, weil ich grundsätzlich den Teig gerne so ein bisschen
fluffiger habe. So, das mache ich mit den Händen einfach wie eine Pizza hier. Ich war ein bisschen sparsam. In der Zeitung steht natürlich genau, wie viel Teig man nehmen muss. Bleib da. Wer jetzt eine Tartform hat, ist gut beraten, nimmt eine schicke Tartform. Man kann aber auch jedes andere ofenfeste Geschirr nehmen. Ich habe die einfach auch komplett hier mal in der Pfanne gebacken, um wirklich jedem die Scheu zu nehmen, dieses Rezept hier nachzumachen. Zack. Einfach hier in so eine kleine Pfanne rein. Alles hübsch ordentlich machen. So, Füllung da drauf. Ist immer das gleiche, auch genauso wie bei der Tarte mit dem Wurzelgemüse. Ofen vorheizen. Kommt der Eierguss da drüber. So. Wunderbar. Ab in den Ofen. Hier, so kommt unsere Quiche aus dem Ofen. Die ist jetzt schon abgekühlt, sonst könnte ich es ja gar nicht so anfassen. Aber das ist ganz gut. Durch den Eierguss haben wir jetzt eine Masse, die ein bisschen ordentlich gestockt ist. Sonst würden wir es gar nicht gut rauskriegen. Und probiert habe ich es ja auch noch nicht. Die Rezepte für die neue Presse, die entstehen immer jedes Mal neu. Und wenn das jetzt nicht schmeckt, muss ich es nachher nochmal backen und die Rezeptur anpassen. Aber das sieht schon mal so ganz gut aus. Wenn ich eine Quiche in 4 Stücke teile, dann fällt es gar nicht auf, wenn man von so einem Viertel, das vielleicht ein ganz bisschen größer ist, so einen kleinen schmalen Streifen abschneidet. Und dann hat man eine Chance, den nochmal zu probieren, bevor man serviert. Weil bei den Backsachen ist ja immer so, dass man zwischendurch die Rezeptur nicht mehr verändern kann. Und dann muss man ganz sicher sein. Ah, super. Wenn man das möchte, ist ja auch rustikal, kann man auch so mit dem Backpapier servieren, kann man auch so in der Hand nehmen, ist ja vielleicht gar nicht schlecht. Dann kann man es ja auch so gut vom Fernseher essen. Braucht man gar nicht viel machen, das sind einfache Gerichte. Und wenn ich jetzt hier einfach nur vielleicht so 3 Kirschtomaten mit draufsetze und ein bisschen frische Petersilie, fertig.